Ach, ist das schön. Ja, aber das ist doch gut, dass sich Eiweiß doch entwickelt hat, ne? Das ist doch eine Sache, die sehen wir ganz gerne. Kriegt er noch das? Kann der irgendwas remembern? Disable. Encore! Jawohl! Das sind doch die Moves, die wir sehen wollen. Kann er auch Tox... Ich meine, Flammenwurf brauchen wir wahrscheinlich nicht in der Arena. Dann nehmen wir so ein schönes... So ein schönes Encore Toxic Set mit. Das ist doch der heiße Scheiß, den wir sehen wollen, Freunde, oder nicht? Was haben wir eigentlich für DVs? Okay, leider 31 in Attack. Aber wir haben, wir haben auch 29 in Speed bekommen. Also, es ist in Ordnung. Mach ich kein Auge. Aber das ist ganz nice. Das ist sehr nice. Der Hack ist richtig queer-freundlich. Genau das haben sie sich dabei gedacht, als sie das eingeführt haben. Das Einzige, was ass ist, ist die Death und die hat es eh nicht eben. Also von dem her passt es schon. So, ich glaube, ich werde wieder nicht hinbekommen den Riesen... Ah, warte mal, da bin ich, glaube ich, beim letzten Mal in den Doppelkampf reingerannt. Ich glaube, da war ich richtig dumm und bin in den Doppelkampf gerannt. Was, du Risotto? Ich glaube, Typhlosion kann hier die Arena ganz gut auseinandernehmen. Das ist die perfekte Synergie, Togekiss nimmt... Ja, eben, also die sind eigentlich ganz nice zusammen. Okay, warum auch immer der jetzt gejaunt hat. Weil er eigentlich, dass er was anderes einsetzt, aber ist okay. Der lebt. Okay. Das hat mich jetzt überrascht, dass er das lebt. Okay, das Ding outspeedet mich. Warum hat die Frikadelle kein freaking Item? Was soll denn die Scheiße? Oh, der kann sich in die Erde buddeln. Gut, dass ich... Warte, Popcorn hat auch Spiele, ne? Gehen wir in Popcorn. Weil der sollte eigentlich auch gegen den Easy gewinnen. Ja, okay. Huh! Ember auch ein Biest, das stimmt. Aber wobei, jetzt muss ich sagen, gerade jetzt macht's wieder Spaß, das Spiel. Ich weiß nicht. Vielleicht war auch diese lange Pause das Ding, wodurch ich... Aber das Problem ist, ich will ja für YouTube primär Kram machen. Unser Stream ist so... Ist so zweitrangig eher. Ich war jetzt in YouTube ein bisschen... Oh Gott sei Dank, kein Doppelkampf. Ein bisschen in the bag, sage ich mal. Aber ich weiß gar nicht, wen ich jetzt reinschicken soll. Ich geh mal in den hier. Das hat actually echt viel Damage gemacht. Holy shit. Holy shit, beruhig dich, Kecleon. Der Stream-Highlight-Kanal, Downy. Glaube ich Softboile einfach, bis der stirbt. Das ist das Sicherste, was ich hier machen kann. Jetzt Raining Kiss ich den weg, so. Aber dafür habe ich ja auch keine Zeit. Boah, der ist auch nervig. Flinch. Kein Flinch ist frech, sage ich. Special Attack steigt. Der ist tatsächlich ein Riesenproblem, ne? Der ist jetzt, glaube ich, auf plus 4 Death. Bitte stirbt. Der hat einen Minus Death bekommen. Oh Gott sei Dank. Ey, dieses Moody Octillery an der Stelle. Das ist ein bisschen unangenehm gerade gewesen, muss ich gestehen. Das wäre fast sehr, sehr unangenehm geworden. Ey, aber ich wünschte, ich hätte einen Streaming-Highlight-Kanal nochmal zusätzlich. Also quasi, dass man so sagt, so du hast Downy VODs da mehr oder weniger. Aber du hast dann auch noch die Möglichkeit... Kann ich den nicht auf den Boden move? Ja, perfekt. Du hast dann auch nochmal die Möglichkeit, wirklich die Creme de la Creme rauszuziehen. Natürlich kriegt er den Burn, weil es wäre ja auch langweilig, wenn er das nicht tun würde. Muss man ja auch einmal mal sagen, es wäre auch langweilig. Downy TikTok-Star. Ah, so war das jetzt nicht gemeint. Aber wäre an und für sich nicht schlecht, ne? Also wenn sich jemand berufen fühlt, das zu machen... Ich muss den mitnehmen, weil sonst laufe ich irgendwie dumm in den Reihen. Actually, ich glaube, es ist fein. Oh Gott. Ist doch nicht so fein. Wobei, wir sind schneller und das sollte killen. Und wir sind jetzt im Blaze Range. Oh mein Gott, das hat mir gerade richtig Schiss in der Buchse gemacht. Ich bin froh, dass ich noch per Zufall das Charcoal drauf hatte. Weil eigentlich ist Soft Sand ja viel nützlicher gerade. Salamio Gott TikTok, was? Was wollen Sie mir damit sagen? Das verstehe ich nicht. Erklären Sie sich.
das war guter Damage. Ich habe noch nie etwas... Actually ist das alles gar nicht so schwer. Also, es dauert... Ich hoffe, er drückt nochmal Overheat. Weil dann encoren wir ihn jetzt darauf. Jetzt spielen wir ein bisschen mit dem Feuer. Haha, ihr versteht, aber... Dann kriegt Celeste das hin. Sehr schön. Das Salami war ungewollt. Ja, ich meine, ja, aber auf TikTok... Andererseits weiß ich nicht, ob auf TikTok... Also, ich glaube eher für YouTube Shorts. Dafür lohnt es sich. Ich weiß jetzt nicht, ob TikTok für das, was ich hier mache, und für das, was ich gerne als Zielgruppe hätte, sei ich ehrlich, ist es, glaube ich, nicht die richtige Anlaufstelle. Also, ich will jetzt kein TikTok-Kiddy hier bei mir haben, um ehrlich zu sein. Das wäre jetzt nicht so mein Ziel. Ich meine, so, wenn man ein paar Jüngere hat, das ist nicht schlimm. Die kann man... Oh! Die kann man in Anführungsstrichen erziehen. Dass man sie so hat, wie man sich halt im besten Fall so ein bisschen aufführt. Dies, das. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt schon mal alles. Okay. Gut, dass wir in den nochmal reingerannt sind, weil dann haben wir den auch abgehakt. Ja, Typhlosion ist ein geiler gerade, muss ich sagen. Händet der nicht auch Rotom Heat voll gut? Was will Rotom Heat so groß machen? Eigentlich nicht so viel. Wobei, der macht ja auch gar nichts gegen den. Warum habe ich gerade Erdbeben gedrückt? Ups. Das wollte ich nicht. Für TikTok ist es easy. Da gibt es sogar mittlerweile extra Programme, die den Streamer mit aufnehmen kann. Mit Highlights rausschneiden. Die werden automatisch mit Hochformat angepasst, mit Facecam richtig geplaced. Heilige Scheiße. Ja, aber sind wir ehrlich. Also mein Ziel ist es jetzt momentan noch nicht, mit YouTube so groß rauszukommen. Ich sehe mich auch immer noch nicht... dass das hier mal ein Vollzeitjob von mir wird. Weil ich glaube, am Ende hätte ich einfach immer... Mama. Ja, bevor das jetzt ein Speed-Teil ist, wechsle ich lieber. Am Ende hätte ich, glaube ich... Oh, der hat Magic Guard, okay. Am Ende hätte ich, glaube ich, einfach immer viel zu viel Angst, weil es halt so ein unkonstanter Job einfach ist. Dass da irgendein... Stimmt, der ist speziell. Dass da irgendwas ganz gewaltig schief geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich will, dass der ein bisschen angechippt ist, dass Erstlash den sicher killt. Darauf spiele ich gerade hinaus. Okay, wir haben auch bisher noch keinen Drop gesehen. Das ist gut. Und jetzt sollte Draining Kiss killen. Ja, okay. Das sagt auch nicht so lange, bis er einmal 50k... Ja, also, wenn ich es machen könnte, würde ich es machen. Aber dann müsste es so gut laufen, dass ich sagen kann... Ich baller die Scheiße hier 10 Jahre durch und weiß, dass ich den Rest meines Lebens davon leben kann. Dann sage ich, ja klar, rein da. Wäre ja dumm, es irgendwie anders zu machen, aber davor und vor allem mit Pokémon im deutschsprachigen Raum sehe ich mich jetzt nicht. Also diese Nuzlocke-Nische könnte ich ja nicht mal mehr auch im englischsprachigen Raum oder so bedienen, weil dafür hast du ja, schon den deutschen, der englischsprachigen Content mit Nuzlocke macht, mit vor allem sehr viel schwierigeren mit Pokémon-Challenges, also ich bin gerade schon wieder falsch gelaufen, ne? Ich bin zu blöd für dieses Rätsel, ne? Ich will eigentlich einfach nur, dass alles hier abgedeckt ist. Was ist denn jetzt wieder gestorben? Gar nichts? Hä? Finde ich aber auch gut, dass du quasi zweigleisig fährst, macht auch am meisten Sinn. Warte, wie zweigleisig? Ach so, mit normaler Arbeit? Ja. Wobei, also, das Einzige, was ich cool fänden würde... Was ich cool fänden würde, ist, wenn ich... Hä? Aber ich muss... Oh mein Gott. Alter, ist so peinlich gerade, ne? Dahin. Und dahin. Und jetzt rechts rein. Alter. Okay, und wir haben sogar alle besiegt. Na gut. Und wenn ich quasi dadurch, weiß ich nicht, nur 30 Stunden in der Woche oder so arbeiten müsste. Das wäre geil, muss ich sagen, wenn das funktionieren würde. So, das ist so mein einziges Ziel mit YouTube, mehr oder weniger. Dass ich so weit davon leben kann, dass ich nicht auf 40 Stunden Woche angewiesen wäre. Also mit YouTube und Streaming. Das wäre strong, muss ich gestehen. So, das ist einmal das, wogegen wir jetzt bauen. So,
Ja, einmal kommt auf jeden Fall erstmal Makago rein. Ich denke, das ist keine Überraschung. Dann brauchen wir noch ein paar Abdeckungen. Das Ding ist eigentlich, wir haben Gigalith, das heißt, wir können Sand sowieso wegmachen. Sonne sowieso wegmachen. Actually? Weiß ich gar nicht, ob wir nicht sogar mit Gigalith einfach liegen. Weil wir könnten dann sogar Tarnsteine rauswerfen. So, halbtags arbeiten nebenbei streamen klingt schon geil. Ja, kommst noch mal auch raus? Ja, das wäre so geil. Das wäre so nice. Oder einfach im Rathaus arbeiten, dann kann man während der Arbeit auf dem Laptop Videos schneiden. Hat ein Kumpel von mir eine Zeit lang gemacht. Das ist crazy. Gegen Blaziken schicken wir Welser rein. Gegen Hundemon können wir eigentlich immer in Gigalith gehen. Wir brauchen einen Arcani-Check. Das könnten wir eigentlich mit Weezing machen. Weil der gewinnt ja immer mit Recover. Also eigentlich gewinnen wir immer mit Recover, sobald auch keine Sonne dann mehr da ist. Salazzle brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Wobei Salazzle. Ja, nee, wenn der quivert, sehe ich mich da eher nicht so. Makago nehmen wir trotzdem mit. Dann haben wir mit Golem nochmal einen Ast rein. Talonflame Check. Actually reichen die 5 fast schon aus, um diese Arena zu gewinnen. So vom Gefühl her. Was könnte man denn noch mitnehmen, was so nicht wäre? I mean, wir könnten Palossand mitnehmen. Dann muss ich auch gar keine Angst vor Gegenschlag haben. Aber andererseits bringt er mir nicht so viel gegen die anderen. Wobei lernt er vielleicht Level 50 seine Sandsammler-Attacke. Wird Sandsammler stärker im Sand? Natürlich lernt das nicht, weil wäre ja auch langweilig, wenn er das lernen würde, ne? Wäre ja auch einfach langweilig. So, dann kriegst du nämlich noch Power Gem. Also wir könnten Typhlosion natürlich mitnehmen als Speed Control. Aber andererseits, der macht nicht so viel gegen Volcarona, Talonflame und so. Und das Arcani hat halt die AV drauf. Ich such gerade ein random Pokémon, was ich leveln kann. What? What? What is your mission? Habe ich noch irgendwas, womit ich wohl Corona noch besser checken kann, vielleicht? Ampharos? Bei Sandsturm wird Sandsammer 11% stärker, das ist cool. Vor allem stimmt, der setzt ja auch selber den Sand. Oh, damit hätten wir natürlich nochmal Sand, ne? Aber da setzt sowieso nichts irgendwie das Wetter um. Man, hätte der halt jetzt Sandsammler, ne? Dann wäre der echt geil. Weil mit Sandsturm halt er sich dann ja auch. Der heilt sich ja dann richtig gut. Dann ist Palossand ja auch voll geil, hä? Ich habe actually keine Ahnung, was ich noch mitnehmen soll. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Fur-Coat Pachirisu mitnehme. Als Brave Bird switchen. Aber ich habe eigentlich drei Rock-Types gerade dabei. Mit dem Weezing noch dabei. Vielleicht noch mal was wegen dem Gegenschlag. Wäre vermutlich nicht verkehrt, ne? Ja, wobei, nee, da habe ich ja gesagt, dann nehme ich Palossand mit. Ja, doch, ja, nee, dann passt. Aber eigentlich ist damit all gut. Okay, dann passen wir jetzt einmal kurz Wesen und so an. Und dann müssen wir wieder in die Rechnung gehen. Also du brauchst auf jeden Fall ein plus Speeddef minus Attack Wesen. Dann Bolt passt ja bei dir, weil du sollst das Arcani checken. Du brauchst Timid, hatten wir beim letzten Mal ausgerechnet. Und beim Rest passt ja sowieso. Citrus Berry passt auf jeden. Wir haben eigentlich gute Coverage auf jedem. Wir hatten noch Stärke. Aber brauchen wir eigentlich auf niemanden. Hallo Benny, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hello. Brauchen wir hier noch Yawn und das Herb? Wo ist denn das? Was hier? White Herb.
Benny, vielen Dank für den nicen Resub. Kuss geht raus an dich. Viel Spaß mit den Emotes. Ich hab White Herb schon wieder umsonst gekauft, ich dunkel. Will ich Tarnsteine rauslegen? In Runde 1? Ich weiß es nicht. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch durchgehend einfach Power Gem gedrückt, soweit ich weiß. Das heißt, ich könnte sogar Recover auf Makago spielen. Um Clear Smog zu ignorieren. Weil der drückt ja am Anfang immer Clear Smog. Yawn brauchen wir einmal. Dann scheißen wir auf die Earth Power. Weil Blaziken ist sowieso frail. Und dann hauen wir das hier noch drauf. Und dann passt das eigentlich. Wir könnten nochmal kurz gucken. Aber Kurtel... Ich schau mal kurz. Kurtel mit dem Speedwert. Kommt auf wie viel Speed? Ja, wenn Torkoal 31 Speed-DVs hat, kommt er auf 40 Speed. Das heißt, wir wollen mit ihm hier ein Minus-Speed-Wesen noch fahren. Okay. Ja, also die Downy, die Larven, die waren auch schon mal besser. Momentan, muss man ja auch sagen, hat auf jeden Fall jeder ein Sub gefühlt, oder? Wobei, ich weiß nicht, ob es nicht jetzt schon sein ist. Okay, der hat 40 plus 4 Speed DV. Leute, der hat genau 41 Speed und wir haben jetzt 40 Speed auf unserem Gigalift stark. Wie viele DVs haben wir hier in Speed? 28 und nur 8 in Special Attack. Ich glaube, das könnten wir trotzdem mit dem hinbekommen. Und ansonsten, wir haben ja noch einige Absicherungen, mit denen wir ansonsten auch die Arena hinbekommen sollten. Also ich glaube, wir haben eine gute Vorbereitung. Und hallo Tiffany, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. So, dann kriegst du einmal statt Aurora Strahl das hier. Ich hoffe natürlich im Übrigen, ne, nochmal auch allgemein an alle, dass ihr eine schöne Woche habt. Oder hattet. Und, bin ich wieder falsch gelaufen. Und dass ihr euch hoffentlich auch alle schön aufs Wochenende freut. Ich bin so bereit fürs Wochenende. Heilige Kacke, ne? Es ist der Wahnsinn. Okay. Dann speichern wir und wir könnten eine Wette machen. Währenddessen packe ich mal alles, was wir jetzt so hier stattdessen noch mit drin haben rein. Makargo haben wir. Wir haben Golem. Wen haben wir noch? Ah, wir haben Colossand noch. Perlossand. Goody. Goody, goody, goody. Was sollte eigentlich... Also in meinem Kopf wirkt das sehr machbar. Also verlieren sollten wir nicht. Aber ich weiß nicht, wie viele Pokémon nicht... Also es kann natürlich irgendeine Kacke passieren, ne? So ist nicht. Oh, jetzt wird das Palossand... Boah, Shiny Palossand wäre auch geil. Das wäre auch ein geiles Shiny gewesen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, sind die Shiny Orts in dem Spiel erhöht? Ich glaube nicht, weil man kann das ja manuell einstellen. Das heißt, habe ich einen Full Orts Shiny gefunden? Ich glaube, ich habe einen Full Orts Shiny dann gefunden. Oder sind die pauschal schon erhöht, die Chancen hier? Weil das wäre auch crazy, sag ich euch, wie es ist. So einfach auch spontan. Auch spontan einfach einen mitgenommen. Das wäre auch geil. So. Na dann gucken wir mal. Na dann gucken wir mal. Was präsentiert uns die werte Flavia heute? Ah, ich merke gerade, dass das Kurtel Rapid Spin kann. Das heißt, es bringt mir gar nichts, hier Tarnsteine gerade rauszulegen. Bedeutet, wir können eigentlich direkt in Jalapeno rübergehen. Und dann yawnen wir den, dann drücken wir Recover und dann drücken wir Shell Smash. Da kommen die Tarnsteine, jupp.
Vor allem durch den Sandsturm haben wir auch noch einen Speed-Death-Boost gerade auf dem, ne? Das ist eigentlich auch voll geil. So. Ne, wir jornen erst. Ne Jalapeno habe ich heute gegessen und war scharf. Boah. Ne, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Doch, ich habe mir am Mittwoch... Ich habe mir am Mittwoch in das Essen... Oder Dienstag? Mittwoch oder Dienstag? Ich glaube, es war Dienstag. Weil ich dachte, die letzten Male, als ich immer Chilis gekauft habe, waren die überhaupt nicht scharf. Dachte ich mir jedes Mal, na, so scharf sind die nicht. Das geht schon. Und ich habe 3 Chilis ins Essen reingepfiffen. Das war crazy, sage ich euch. Das war eine Reise. Das war eine Reise, sage ich euch. Eieiei. 3 Chilis ist solide. Ja, und ich habe die nicht entkernt. Ich glaube, das war der Fehler. Ich glaube, deshalb fand ich die Chilis davor immer nicht so scharf. Aber das war halt ein Gericht, wo viel Sahne auch drin war, teils. Und ich dachte, das wird schon negieren oder so. So, wir brauchen jetzt übrigens ein bisschen Glück. Wobei, brauche ich eigentlich... Ja, wobei, wir haben echt nicht so viel Special Attack. Und da ist ein AV Arcani dabei. Sonst, glaube ich, nehmen wir den nicht hops. Die kleinen Kapseln sind wo die Schärfe ist. Ich weiß gar nicht, irgendwo steht das sicher ja auch drauf. Wenn du jetzt so eine stinknormale Jalapeno dran... Ja, Jalapeno ist jetzt auch nicht so schlimm. Penn bitte noch eine Runde Kurkel. Dann haben wir das maybe Schicht im Schacht. Wenn Kurkel jetzt aufwacht, haben wir ein Problem. Aber dann können wir im Endeffekt dasselbe Spiel nochmal probieren. Nur der Sand macht halt ein bisschen... Jawohl! Okay, damit könnte es jetzt sein, dass wir einfach sweepen. Das einzige Problem könnte noch sein, dadurch, dass wir nicht 31 Special Attack DVs haben, dass das noch ein bisschen in die Hose gehen kann. Aber ansonsten sollten wir alles besiegen. Wir sollten auch schneller sein als das Blaziken, außer ich habe irgendwie irgendwas verkackt. Dann wäre doof. Oh, wir haben gar keine Prio für das Blaziken dabei, ne? Ich glaube, wir haben gar keine Prio dabei. Ich hätte nochmal kontrollieren sollen. Ja, ich hatte aber auch Simple schon. Dann passt. Das wäre es jetzt gewesen. Hätte ich das jetzt nochmal verkackt. Dann sollte eigentlich alles gut ausgehen. Dann sollte alles passen. Quatsch. Damit ist das Arcani weg. Ja, also auf plus 6 halte ich es für unwahrscheinlich. Also wenn Arcani das nicht lebt, lebt es auch keiner da drin. Dann ist das jetzt hier wieder ein 1-armer Cargo Sweep. Wobei mit Brave Bird und Sucker Punch könnte es noch nervig werden. Aber das haben die beim letzten Mal nicht gedrückt. Und beim letzten Mal war ich auch, glaube ich, auf minus 4 Dev. Dieses Mal bin ich nur auf minus 2 Dev, weil mein White Herb hat ja dieses Mal funktioniert. Das heißt eigentlich, ich glaube, selbst wenn Sucker Punch plus Brave Bird gekommen wäre... Hätten wir das hinbekommen können. Sollte eigentlich alles gar kein Stress sein. Wir hatten eine Anti-Gesteinsbeere, die ist egal. Ach, Flannery. Und dann kommen jetzt gleich wahrscheinlich Talonflame und dann Blaziken. Ich bin überrascht, dass die KI versteht, dass Gegenschlag an der Stelle, auch wenn es eine sehr effektive Attacke ist, halt null Base Power gefühlt hat. AK, ich weiß gar nicht. Was ist denn das Mint von Gegenschlag? Wahrscheinlich 10 Base Power hat. Ah, ich bin überrascht, dass aber jetzt Logo kommt. Ich glaube sogar. Nee, der hat ja Donnerschlag. Nee, ist schon alles richtig. Ich wollte gerade sagen, dass Jorn der Play wäre, aber nein. Der hat ja keinen Focus Gut. Der muss Endol drücken, damit das Ganze funktioniert. Ansonsten wäre sogar vielleicht Jorn. Nee, Jorn wäre auch nie der Play gewesen. Vergesst es. Ja, und damit ist es Talonflame. Das drückt jetzt nochmal Brave Bird. Wenn das jetzt crittet, wäre es doof. Okay, wir hätten sogar einen Crit überlebt. Ich überlege auch mal sowas zu tun, aber Schiss beim Runterladen. Ach, da musst du... Also Tiffany, kann ich dir garantieren. Also gerade was ältere Sachen angeht. Also deshalb bin ich auch immer so verwirrt, wenn Leute... Wobei Leute fragen tendenziell eher nach Spielen, aber du kommst da wirklich einfach ran. Sage ich mal so, ne? Es ist. Sagt dir nicht wie, aber. Es ist prinzipiell nicht so schwierig, daran zu kommen. Ja. Also das war jetzt nicht schwer, würde ich behaupten.
Das war ziemlich machbar. So, jetzt können wir noch in der Wüste, in dem Bereich können wir noch mal was fangen. Da wo die Fossilien sind. Und dann geht's tatsächlich. Actually haben wir auch dieses Mal ein paar Normalresistenzen auch am Start. Das ist auch ganz geil. Nee, stopp, dich will ich weiter mitnehmen. Packen Togekiss wieder rein. Oh, mich interessiert so Palossand. Und wir haben Geist-Pokémon auch für die Arena. Das ist eigentlich auch insane. Können gleich mit allem auf 4. Ja! It's happening! Boah, der mit Gigalith ist voll die geile Kombi. Nee, was laber ich? Auch so? Weil der setzt sich ja selber den Sand auf, damit der mehr heilt. Das ist voll geil eigentlich. Ich glaube, nie wieder so ein Viable Palossand werden wir sehen. So, dich auf 54. Mich nervt jetzt gerade richtig, dass wir das Samurott so doof verloren haben. Weil das wäre so easy dodgeable gewesen. Und dann hätten wir auch noch ein scheiß Kampf-Pokémon gehabt. Mann, ey. Das macht mich echt ein bisschen stinkig, dass wir den so dumm verloren haben. Weil da hätte man gut und gerne drauf verzichten können. Und es hinbekommen können, dass es nicht passiert. Mann, oh Mann, oh Mann. So, wen hätten wir noch dabei? Ampharos, genau. Deshalb eigentlich ist es schon nice. Weil du kriegst auch eine coole Auswahl an Mons. Ich weiß nicht, ob Gyroball sich so sehr lohnt. Ich glaube, wir lassen Gyroball mal weg. Ich finde irgendwie Eisenschädel irgendwie immer angenehmer auf dem, muss ich gestehen. So, lernst du vielleicht noch einen. Ich wollte gerade sagen, Drachenpuls, das wäre ein Träumchen. Signal Beam brauchen wir auch nicht. Haben wir. Warte mal, können wir irgendwo den Ampharos Nieten herbekommen vor der nächsten Arena? Vermutlich nicht, ne? Ich vermute eher nicht. Ich weiß gar nicht, ob Citrus Berry oder Leftovers sich nicht sogar mehr lohnen auf. Ich glaube sogar auf Ferrothorn und Togekiss lohnen sich sogar eher die Überreste. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie sind. Da. Da sind sie. Einmal, zweimal, zack. Oh, die Power. Wobei wir müssen, ich muss auch mal wieder, glaube ich, in die Power-Playlist ein paar neue Songs auch reintun. Dass da auch ein bisschen was Neues mit hineinkommt. Das ist vermutlich auch nicht verkehrt. Damit wir da noch ein bisschen was in die Richtung sehen und machen. Zack, so. Dann fliegen wir. Ne, wir fliegen nirgendwo hin. Wir laufen. Wir laufen mit unseren gesunden Füßen. Das ist kein Encounter, weil das hier keine neue Route ist. Hierhin. Und schnappen uns. Ich weiß gar nicht, war im Mirage Tower irgendwie nochmal irgendwas anderes drin? Oh! Wir kriegen vielleicht nochmal eine Chance mit Jamask. Zwei Geister. Geil. Wie taufen wir den? Der ist ja Geist Stahl in dem Spiel. Auch ein mega gutes Typing. Das ist die Pflaume, jawollo. Pflaume. Pflaume oder Dattel, beides gut, beides gefällt. Ich glaube, hier ist ansonsten eigentlich nichts gewesen. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber dann, stopp. Fliegen wir nach Paddleburg City. Paddleburg City. So, und jetzt mache ich das scheiß gottverdammte Dokument auf, wo jeder einzelne Scheißer-Trainer ist. Weil dieses Mal verrecke ich nicht wieder mit meinem besten Monster. Oder verliere meine besten Monster gefühlt. In dieser Scheiß-Arena, ey. Da hab ich keinen Bock drauf. Weil wenn wir heute noch den Orden schaffen, wir haben richtig viel dann geschafft, ne? Warte mal, ich will mal kurz gucken, wie heißt denn der Raum? Speedraum, okay, ja. Da gehen wir als erstes rein. Da kommt ein Swallow, ein Lopunny und ein Sourcebug. So, der Swallow hat keinerlei Möglichkeit, irgendwas gegen den Rock-Type zu machen. Das heißt, wir nehmen Golem mit. Das Lopunny hat Jump Kick, Return, Ice Punch.
Ja, wird denke ich, von Weezing hops genommen. Und dann ist da noch Sourcebark, welches auch von Weezing eigentlich hops genommen wird. Da kommt ein bisschen mehr so Kampfattackenmäßig was bei rum. Das heißt, wir nehmen Golem mit. Der ist nicht schlecht, auch gegen Low Punny, auch wenn das Teil Ice Punch hat. Speed Control brauchen wir eigentlich auch nicht für den ersten Trainer. Ich merke gerade, Palossand ist auch... Nee, Palossand bringt mir gar nichts. Aber du bist noch sehr gut. Ich nehme da auch gleich rein. Und... Will ich einfach... Gigalith noch mitnehmen. Da haben wir nochmal was gegen das Swallow. Falls irgendwas ist. Wäre jetzt übrigens nicht die Mons, die wir jetzt gerade da haben, jedes Mal da rotieren. Nur weil es nicht automatisch gerade gemacht wird, weil wir werden jetzt wahrscheinlich für jeden Kampf so ein bisschen den Squad abändern. Da habe ich jetzt eher weniger Bock drauf, muss ich gestehen. Da ist meine Motivation... Oh, was habe ich weggemacht? Shadow Ball. Ja, schade. Ist aber eigentlich nicht schlimm. Weil der braucht Shadow Ball in dieser Arena eh nicht. Einen Protect nehme ich ganz gerne mit. Den Will-O-Wisp nehmen wir auf dem mit. Das ist halt auch so geil, einen Willowmon jetzt einfach zu haben. Wir haben Willow und Toxic. Ah, Flash Cannon haben wir auch schon. Wunderbar. Dann kriegst du noch... Wir könnten Disable als auch Haze spielen. Wir nehmen mal Haze noch mit. So. Und auf den würde ich auch die Leftovers packen, nachdem wir damit Protect spielen. Was ist denn eure Mission für den heutigen Abend ansonsten noch? Steht bei euch noch irgendwas Spannendes an? Habt ihr noch irgendwas, was... Explosion, nee, danke. Was heute noch gemacht werden, gemaked werden muss, oder... Mein neutrales Wesen. Ja, die 2 in Speed Death sind actually echt nicht sogar. 31 in HP und Death ist natürlich nice. Dann gebe ich ihm mal einen Calm Nature, um das ein bisschen auszugleichen. Das denke ich nicht verkehrt. Ich werde wahrscheinlich mit... Also meine Freundin hat zumindest davor geschrieben, dass sie Lust hat, so ein bisschen Spieleabend Kirby zu spielen. Diese Sport, aber das war's. Ach, Sport. Ich freue mich wirklich, wenn wir umgezogen sind. Und ich hoffe, dann kriege ich so eine gute Routine allgemein in mein Leben, egal ob Arbeit, überall, dass ich einfach sowas wie Sport auch easy noch irgendwie mit reinkriegen kann. Das wäre schon sehr strong. So, ich glaube, du konntest nichts gegen den hier machen. Deshalb gehen wir auch in den. Verbrennen wir den. Und dann ist der eigentlich auch schon schachmatt gesetzt. Chill heute nur mehr Woche, war zu anstrengend. Ja, aber das muss ich auch sagen, ne? So, wenn du nebenbei arbeitest. Also das Leben ist jetzt so anstrengend. Ich merke auch gerade... Warte mal, ich kann ja jetzt einmal protecten. Ja, der kann mir gar nichts. Weil der hat nicht Dings als Fähigkeit. Ja, mit dem nehme ich den auch hops. Hallo Simoko, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. So, weg ist er. Machen wir heute Abend noch entweder Kartoffelspalten. Was sind Kartoffelspalten? Confusion Room. Weiß ich nicht, ob ich da rein will. Das klingt eher nervig. Defense Room. Snorlax Furf Room Miltank. Haben wir jetzt auch nicht so viel, aber im I mean, Snorlax verliert halt gegen Geist-Pokémon automatisch. Habe ich irgendwie Taunt? Habe ich das nicht irgendwo mal aufgegriffen und kann der das zufällig lernen? Okay, anscheinend nicht. Oh. Aber wir können tatsächlich mit Curse können wir Snorlax hops nehmen. Furfru kann Biss. Und hat Furcout, den können wir aber mit Popcorn Hops nehmen. Miltank hat Rollout als Set. Okay. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was ein Rollout-Set noch ein bisschen besser handeln kann? Das wäre ganz cool. Ja, Ferrothorn zum Beispiel. Statt Typhlosion würde ich den mitnehmen. Wobei Typhlosion ist eine coole Speed Control. Ich glaube, Gigalith machen wir weg. Wobei, der ist ja eigentlich auch nicht verkehrt gegen Miltank. Machen wir es so.
Hallo Lehrer, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Ja. Damit sollten wir das eigentlich gut hinbekommen. Schaut zumindest eigentlich ganz nice aus. Weil meine Freundin ist aktuell bei einer Freundin, da dachte ich mir, ich kann mir mal gönnen. Ja, gönnen sie sich. Gönnen sie sich, ich ziehe das erst seit Februar durch. Ich habe das vorher auch nie hinbekommen, ja. Sowas überhaupt hinzubekommen, finde ich, ist schon eine sehr schwierige Angelegenheit. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen mit Flashcan arbeiten. Ich glaube, wir kriegen den jetzt sowieso schon weg. Ja, perfekt. Easy Snorlax hops genommen. Den würde ich mal willowen. Und dann... Der hat halt Scrappy und Rollout, aber ich... Na, ich wechsle einfach in Avocado. Das sollte fein sein. Dann chippen wir den weg und da er Scrappy hat, ist eigentlich eh wurscht, was ich drücke. Passt alles. Ich denke auch, das sind sowas wahrscheinlich wie Veggies einfach, ja. Auf jeden Fall, Lehrer, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Und ja, hello. So, damit haben wir den auch. Und jetzt ist noch Furfru da. Der kann Thunderwave, Headbutt, Cotton Guard, Bite. Ja, dann gehen wir in den. Und gehen auf Toxic, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Damit ist die Sache eigentlich schon geregelt. Damit ist eigentlich Schicht im Schacht. Wenn er mir jetzt nicht ganz so sehr auf die Eier gehen würde, wäre es noch besser. Aber, ja. Ich glaube, wir haben actually gerade richtig gute Mons für diese Arena. Holy shit. Ich bin auch begeistert bisher von Weezing, muss ich sagen. Ich finde den super. Wir haben den Stärkeraum. Weiß ich jetzt nicht, ob ich in den rein will. Ist dazu wirklich noch der Raum der Recovery. One-Hit-KO-Room. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt besser ist. Custardberry, Licky Licky mit Belly Drum und Explosion. Okay, das ist das erste Mon. Da gewinne ich einfach, indem ich einen Geist besitze. Dann kommt da ein Snorlax mit Normal Gem, Fissure und Self-Destruct. Könnte ich in Popcorn, I guess, gehen. Und Ursaring hat Protect plus Giga Impact. Das heißt, der verliert auch einfach gegen Geist. Heißt, wir nehmen mal noch einen Geist mit. Falls alle Stricke reißen. Schade, dass wir keinen fliegenden Geist haben. Dann würden wir auch noch das Snorlax komplett hops nehmen. Habe ich... Aber eigentlich kann ich ja auch auf den Self-Destruct einfach wechseln, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also Weezing werden wir wahrscheinlich in dem Kampf gar nicht brauchen. Ja, passt. Was haben wir hier? Timid, Impish, Sersi. Komm. Ja, damit sollten wir eigentlich auch gut durchkommen. Und dem ist in YouTube dein Ravigator draufgegangen. Ja, das klingt nach einer Sache, die gut passieren kann, ja. Wenn man das nicht so bildlich vor sich hat, dann kann das sehr schnell passieren, das sehe ich. Was ist eigentlich, wenn ich protecte? Drückt der jetzt wirklich einfach weiter? Der Idiot! Der drückt jetzt einfach immer nur weiter, Belly Drum. So ein Idiot, tschüss. So, der sollte jetzt eigentlich Fischl drücken. Ja, das heißt, ich kann jetzt darauf Encore'n. Oh. Aber... Also, I mean... Der will ja jetzt auch einfach nur Giga Impact drücken. Der kann gerne wechseln und dann gehe ich zu... Hä, ist der Bandit oder warum... Warum wechselt der die ganze Zeit darüber? Das nervt mich ein bisschen. Ich drücke jetzt einmal mal Curse. Das war jetzt auch nicht das Problem. Dann gehe ich auf Flash kennen. Ja, der ist jetzt gleich dead. So. Und jetzt kann ich den ja Encore'n. Dann gehe ich auf Draining Kiss. Sogar ein Crit. Encore endet. Da muss ich jetzt gerade vorsichtig sein. Hä? Nee. Nein, warum bin ich nicht einfach in meinen Geist gegangen? Aber warum hat Encore denn jetzt wieder nicht funktioniert? Ich hab den doch nicht geflincht, gar nichts! Mann, ich verstehe manchmal nicht... Ich bin zu dumm manchmal für Encore, warum hat das jetzt wieder... Warum? So eine Scheiße, aber warum? Was check ich bei Zugabe nicht?
Weil der... Weil, nur weil der Mouffet schlägt, müsste der doch einfach weiter eingesetzt werden. Und ich habe extra Draining Kiss gedrückt, dass nicht der Flinch quasi so zählt. Ja, wow. Ein richtig gutes Mon jetzt einfach wieder an so einer blöden Tatsache verloren. Ist das nervig? Nee, das finde ich gerade mega kacke. Einfach weil ich nicht verstehe, warum. Das ist halt das größte Problem. Aber es war auch dumm. Es war so unter so dumm und schlecht gespielt, weil ich hätte einfach jetzt in der Runde meinen Geist gehen können. Ich hätte einfach meinen Geist gehen können und der hätte sich wegexplodiert. Also es war. Es war auch unfassbar dumm. Okay, wir wollen auf jeden Fall mit Kofek leaden. Der nimmt ja Swallow komplett hops. Dann. Boah, und ab dann wird's schwierig. Also Lainun. Das ist auch ein schwieriger Gegner. Ist alles schwierig. Alles schwierig. What happened? Irgendwas habe ich schon wieder nicht richtig verstanden bei Zugabe. Und dadurch hat er doch einen Move bekommen, obwohl ich dachte, er kriegt keinen Move. Okay, wir haben ein Tune Slacking. Wir haben ein Explode, was wir irgendwie handeln müssen. Ja, ich habe kein einziges Kampfmon, das ist das Problem. Das Explode ist auch sehr gefährlich, muss ich gestehen. Ich habe gegen den auch nicht wirklich irgendwas. Maximus, vielen Dank für deinen nice Gift Sub. Kuss geht raus. Kann der Clear Smog? Dann wäre das auch eine Überlegung. Was eigentlich, wenn ich wieder eine Shell Smash Strategie fahre? Weil eigentlich kann mir Schwalbos gar nicht mal so viel. Also klar, selbst wenn der U-Turn kommt, Explode als nächstes und ich bin auf plus 4. Nehme ich den dann nicht einfach hops? Danke für deine Streams, danke schön, das freut mich. Ich probiere jetzt einfach mal nochmal mit Makabo ein bisschen was zu reißen. Ansonsten Kofagrigus nehmen wir auf jeden Fall mit. Einfach nur, weil wir dann auf, weil der Protect auch kann und damit eigentlich Slacking Hops nehmen kann. Ferrothorn nehmen wir auf jeden Fall mit für das Kangama. Körper, dein Herz, du hast die Macht der Wings. Hallo Rainbow, ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe du hattest einen schönen Tag, hello. I guess wir könnten Donphan mitnehmen, um Tauros zu handeln. Weil der hat eine gute Def und sollte das alles ganz nice überstehen. Wir können leider auch nichts mit Neutralizing Gas so wirklich machen. Weil ansonsten haben die halt immer Erdbeben oder so eine Scheiße. Das Mega-Kangama weiß ich auch noch nicht, wie ich das checken soll. Ich glaube, beim letzten Mal hat Mega-Ward auch ganz gut funktioniert. Im Allgemeinen würde ich auch ganz gerne Mega-Ward auch wieder mitnehmen. Also Tauros will ich mit Donphan hops nehmen. Dann Kofek. Ich habe ein bisschen sehr viel Angst vor dem Lainun, muss ich gestehen. Dass der irgendwie dumm eskaliert. Durch diese scheiß Bellydrum-Kacke. Ich weiß gar nicht, wie ich beim letzten Mal den Hops genommen habe. Dass das Lainun nicht irgendwie eskaliert. Wir haben leider auch keinen Anewhermon. Anewhermon wäre jetzt strong. Holy shit. Ist so mit Konter wäre auf jeden Fall eine Option, ja. Also Kofek Slacking. Du. Kangaskhan. Du Tauros. Das heißt, Lainun und Explode sind übrig. Explode hätte ich überlegt, dann Ordoch zu benutzen. Ich habe das Gefühl, so wirklich was habe ich ansonsten nicht mehr. Aber was ich gegen Lainun machen soll, ich merke gerade, wir könnten uns auch jetzt inzwischen schon Vika Volt machen. Weil Kolossan plus 6, also klar kann ich dem die Antibeere geben, aber plus 6 ist halt schon, das ist schon eine Ansage, ne? Wir könnten auch mit Mega Smetbo spielen. Ich weiß nicht, ob wir gegen irgendwen Sleep Powder plus Setup rausbekommen.
Ich weiß halt echt nicht, wen ich mitnehmen soll, um... Wie habe ich Lainun beim letzten Mal gehandelt? Also im besten Fall kriegt halt Lainun gegen niemanden Setup. Aber gegen den einen oder anderen könnte er das schon bekommen. Weil dann müsste ich irgendwas mitnehmen, was ich zur Not an Lainun opfer. Aber ich wüsste ja nicht mal, wie ich den gerade revengen soll. Oder mit wem. Weil mein Squad ist ja so... Also ich habe ja nur langsamen Kram gerade hier. Das ist ja nix ist schnell hier. Wirklich gar nichts. Flammenwurf. Finde ich Power Gem besser oder Flammenwurf? Nimmt sich eigentlich nicht viel. Bei Flammenwurf kann man noch einen Burn ziehen. Dann evolven wir mal kurz Happy Hippo. Der schon High Horsepower lernen will, nicht schlecht. Aber ein Erdbeben, ja, ich wollte gerade sagen, ein Erdbeben wäre mir wichtiger. Charm hätte der auch noch. Das ist eigentlich auch ganz geil. Also wenn der sich jetzt gleich wirklich heilen kann mit Recover. Okay, er lernt auf jeden Fall bisher noch kein Recover. Das wäre natürlich nochmal strong gewesen. Ha. Mondgewalt kriegst du auf jeden Fall mal mit. Ich meine, wir brauchen eh nichts anderes als Feenattacken. Schauen wir mal, High Horsepower, die Zahnattacken, Bulldoze, Rapid Spin, Knockoff. Könnte nützlich sein, kann man überlegen. Also bevor wir gar nichts anderes Gescheites haben. Stimmt, Smogmog, Clear Smog auf jeden Fall ein Ding, das man machen könnte. Aber das Problem ist, Smogmog muss dann trotzdem erstmal ein plus 6 hinten nehmen. Aber wenn wir die Chilan Berry vielleicht ausrüsten, dann haben wir die Anti... Weil dann kriegen wir auch von Normalattacken nochmal weniger Damage und wir haben eine gute Death. Aber er kann halt trotzdem dann nochmal vermutlich mit der Scheiße da angreifen. Das ist halt das Ding. Außer wir spielen Neutralizing Gas für den. Das könnten wir tatsächlich machen. Dann gehen wir in Weezing und schauen, dass wir das ganz gut wegstecken. Weil dann kann er auch seine Beeren nicht früher essen. Ja, doch, ich finde, das klingt actually echt nice. Das machen wir. Das machen wir. Das klingt nach einem guten Plan, finde ich. Dann haben wir hier noch Clear Smog drauf. Hitzewelle brauchen wir in dem Kampf eh nicht. So. Dann kriegst du den Ordinoniten. Du kriegst deine Citrus Berry. Wo ist er denn? Da. Boah, ich weiß gar nicht. Und dir gebe ich halt wieder White Herb, weil ich eh versuche, mit dem so viel Damage wie möglich wieder rauszuholen. Und wer weiß, was wir wieder alles hops nehmen können hier. Dank Simple. Ich weiß ja nicht, ob ich Yawn drauf lassen soll, aber eigentlich brauche ich nichts anderes als Flammenwurf. Earth Power hätten wir noch. Hat er irgendwie einen stärkeren Move? Nee, nein. Das dachte ich mir. So, haben wir denn noch irgendeinen interessanten Move vom Heatmatch? Wir haben unsere Punch-Attacken, Tailwind, Zen Headbutt, Body Slam, Bugbust, Drill Run, Blaze Kick. Da ist jetzt nicht wirklich was dabei. Hat noch irgendjemand die Möglichkeit, irgendeine Kampf-Coverage zu lernen? Ich glaube nicht. Wir gehen mit nicht einer Kampfattacke, glaube ich, hier jetzt gleich rein. Das ist ja wahnsinnig. Also das ist brutal. So, du kriegst auf jeden Fall Draining Kiss noch. Ja, wir haben halt nicht wirklich einen Fighting Move, ne? Das ist halt das Problem. Also ich wüsste ja nicht mal, welchen Fighting Move ich dem beibringen soll, um ehrlich zu sein. Haben wir Softboiled. Und ansonsten... Ja, Rock Smash mit 60 Base Power ist aber immer noch schwächer als Erdbeben. Das muss ja dann auch noch ein Move sein, Low Sweep, der stärker wäre. Einen haben wir halt auch nicht. Ein Brick Break. Kann Don von Brick Break? Nee, ne? Das dachte ich mir. Bulk Up. Nee. Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Also wir müssen noch unsere Wesen eh anpassen, deshalb mache ich das noch. Aber ich glaube, das ist das Beste, was ich gerade aufstellen kann. So, du kriegst ein Plus-Dev-Wesen. Und Don von kriegt auch ein Plus-Dev-Wesen. Und dann haben wir einen sehr defensiven Squad am Start. Aber wir haben halt, also jedes Pokémon kann sich um einen Mon kümmern, ne?
Also von dem her, das ist ein, dem seine andere, okay, hat keine andere, schade. Ja, und Donphans Mission ist einfach nur Erdbeben zu kicken, ne? Ich bringe bei Donphan noch Stärke bei, falls er sich aus irgendwelchen Gründen um Schwalbers kümmern muss. Ja, dann. Dann könnt ihr eine Wette tatsächlich machen, weil ich glaube, wir gehen jetzt mit dem Spot rein. Schauen wir mal, Wesen passen. Wobei ich glaube, wir können sogar Modest fahren. Also wir gehen ja auf plus 4. Das ist mal 3, hatten wir gesagt. Und wir müssen eigentlich nur... Wir müssen ein Kangaskhan outspeeden, ne? Ne, wir müssen Jolly Swallow outspeeden, nicht Dödel. Können wir einen Jolly Swallow outspeeden? Wobei, wenn wir Swallow nicht outspeeden, wäre das, glaube ich, nicht mal so schlimm. Wir müssen Swallow nur one-shotten. Das ist das Wichtige. Weil Jolly Swallow kommt auf... Oh, mit 159 Speed, also 160. Ja, das heißt, wir können ihn sowieso nie outspeeden. Dafür bräuchten wir zweimal Shell Smash. Und ich glaube, das traue ich mich nicht. Dann gehen wir lieber auf Modest und gehen auf den Damage. Ich spiele dann auch, glaube ich, Power Gem. Damit wir das Wellow einfach möglichst sicher wegbekommen. Ich hätte noch wohin genau genommen, falls man gegen Geradax stirbt. Ich bin mir nicht sicher, ob wohin genau plus 6 Shadowclaw überstehen kann, um ehrlich zu sein. Ich schaue jetzt nur einmal kurz, wenn Makago auf plus 4 ist. Mit einem Flamethrower. Besiegen wir dann immer... Oh ja. Ah nein, wir sind aber Level 54. Der ist auch... Oh, ich habe Swallow auch nicht mal auf 54, ich dümpel. Ja, okay, Flammenwurf killt auch immer auf plus 4. Du hast doch einen Sash, oder? Ja, aber wofür brauche ich einen Sash? Ich kriege ja von Swallow auf jeden Fall Damage. Also ein Sash bringt mir leider nichts. Whitehurt bringt mir am meisten. Ja, ich denke, das passt so. Dann packe ich nämlich einmal kurz die Mons auch wieder in die Liste. Makargo, wir haben Ferrothorn, wir haben Kofagrigus. Wir haben Ordino. Achso, Sash wohin genau. Ja, aber dann ist die Frage, wen tust du halt. Also ich weiß halt gerade nicht, wen ich hier von dem Squad raustun soll, um ehrlich zu sein. Und mit dem Squad spiele ich drauf, dass niemand stirbt. Deshalb, weiß ich nicht. Also ja, ich sehe ich, was du meinst. Aber ich glaube, ich spiele mit dem Squad zu sehr auf, es stirbt nichts. Ja, scheiß auf das wohin genau. Ich glaube, wohin genau wäre vielleicht die bessere Strat, aber... Das passt schon. So. Und jetzt speichern wir einmal kurz die Scheiße hier ab. Und dann gucken wir mal, ob Makago wieder ein Wunder vollbringen kann. Dann schauen wir mal, ob Makago wieder ein Wunder vollbringen kann. Also, Simple White Herb. Ja, 52 Speed ist jetzt auch nicht so schlimm. Korn. Oh, mein Korn ergibt aber gar keinen Sinn, glaube ich. Auf meinem Kofag, oder? Bei Kofag soll ja Slacking handeln. Ja, aber ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn der Explode zur Not noch ein bisschen mithandeln kann. Aber ein Feuersturm tut dem halt auch weh. Wobei ich will ja... Warte mal. Ich muss meine Wesen nochmal abändern. Weil ich will ja mit Ordino... Will ich das Explode handeln. Das heißt, ich brauche ein plus ein Spedef-Wesen. Wenn schon, dann nehmen wir hier alles vernünftig mit. Und die Pflaume... Soll ja Slacking zur Not handeln. Das heißt, der braucht ein plus Death-Wesen. Der braucht plus Death. Und Ordino braucht plus Spedef. Hätte ich eigentlich hier schon irgendwoher Calmind haben können? Nee, ne? Aber ich weiß, ich habe Mega Ordino immer mit Calmind gespielt und dann Flammenwurf noch und Draining Kiss und dann habe ich damit alles zerfetzt. Das waren gute Zeiten. So. Jetzt sollte alles passen.
Und dann können wir jetzt auch, denke ich, rein. Ich gucke nochmal Modest, Impish Bolt, Impish Corn Bolt. Passt. Neutralizing Gas ist drauf, Regen, Sturdy, Mummy. Ja, passt alles. Das wird jetzt wieder ein interessant. Ey, nochmal auf Makago zu bauen. Ja, was heißt zu bauen, ne? Aber. Dass der das Ding reißt. Boah, stellt euch vor, dieses Swallow hätte Protect drauf. Das wäre ja so geil. Das Ding ist, ich glaube, das Teil wird sogar in der ersten Runde einfach U-turnen. Es geht auf Brave Bolt. Boah, ich sag euch, wie es ist. Ha. Huh. Ich glaube, ich drück noch eine Runde Shell Smash, oder nicht? Das ist doch ein zweiter Shell Smash. Weil ich bin immer noch langsamer. Okay, er macht mir jetzt sehr viel mehr Damage. Wie viel macht ein Linoon mit Extreme Speed? Also Extreme Speed Linoon ist gerade noch die Frage. Extreme Speed gegen minus 2 Def. Level 54 macht grob 25%. Jetzt wartet mal. Wir haben 151 Def und 105 HP haben wir. 132. Das heißt, wir haben wie viele DVs? Boah, wir haben echt wenig. Okay, wir haben 7. Nicht nur minus 1, nee, ich habe Simple als Fähigkeit. Das heißt, ich gehe jetzt auch gleich auf plus 4 Special Attack nämlich hoch. Ich könnte halt mit plus 6 könnte ich wahrscheinlich einfach alles one-shotten, was da drin ist. Das wäre halt schon geil. So könnte ich halt einigermaßen mit gutem KP auch rausgehen. Ja, bei Slacking würden wir mit plus 4 nicht one-shotten. Und mit plus 6 ist es eine Damage-Roll. Sagt ihr, wir gehen auf einen weiteren Shell-Smash, Freunde. Na, komm, auf geht's. Okay, es kommt die U-Turn von Swallow. Das ist Bombe. Das ist richtig gut. Also ich glaube, Mega Kangama kann aber noch einen Hit leben. Ich glaube, Mega Kangama könnte genug Bulk haben, um was zu leben. Und der schallert mich dann mit Erdbeben weg. Wäre jetzt so mein Guess. Ich schau mal, Mega Kangama auf 54. Ja, den One-Shotten wir tatsächlich durch unseren nicht vorhandenes Special Attack Investment. Nehmen wir. Ah, warte mal. Ich habe kein Modest und so eingestellt. Wir haben nämlich 116. Oh, wir könnten. Wir haben eine 87,5% Roll Mega Kangama zu one-shotten. Ey, das könnte jetzt hier Makago Moment Nummer 2 werden. Arena 2. Also die zweite Arena, die Makago im Alleingang auseinanderreißt. Ey, diese Schnecke wird nie wieder so performen wie hier. Heilige Kacke. Slacking, der lebt nix. Der ist dead. Oh, wobei der... Oh, der ist auf 56. Das habe ich nicht mit einkalkuliert. Aber Slacking ist weniger bulky als Mega Kangama. Es sind 50%, dass ich Slacking rausnehme. Tatsächlich waren das gerade... Nee, das ist Mega. Gegen Mega Kangama ist es eine 50-50. Aber ich sag mal, alles, was dieses Makago jetzt einfach an die Wand fährt, ist ja mega geil. Weil ich glaube, Mega Kangama ist das letzte Mon, was reinkommt. Und dann wechsle ich gegen den. Also ich werde ja wohl das Mega Kangama noch gehandelt bekommen. Heilige Scheiße. Tschüss, Tauros. Will ich nicht sehen. Kommt jetzt noch das Linoon rein. Au. Okay, dann hatten wir doch Glück. Jetzt ist die Frage, gehen wir auf die 50-50 oder wechseln wir? Ich meine, Ferrothorn kriegt halt schon... Also Seismic Toss wäre ein großes Problem. Jetzt können wir jetzt erst Erdbeben und dann Seismic Toss. Ich gehe auf die 50-50. Ich glaube an mein Makago! Komm schon, Makago. Es ist ein Coinflip. Du kriegst das hin. Komm schon. Komm schon, du kleiner Rakadu. Nimm den Hops. Nimm den Hops. Nimm den Hops. Nimm den Hops. Für den Stream-Moment.
Du bist so peinlich, Makago. Du bist peinlich. Die ganzen Leute, vor den ganzen Leuten. Also ich hoffe, ich habe das richtig gekalkt. Also ich habe eine 50-50 hier stehen. Ach man, das wäre zu geil gewesen. Es wäre zu geil gewesen. Warum hat der eigentlich auch keinen Eisschaden? Das geht mir auch richtig auf die Nerven. Wen schicke ich jetzt eigentlich am besten rein? Ich denke fast, dass Donphanline nun am meisten Damage macht. Ja, oder die Haxe. Ich glaube sogar die Haxe macht mehr Damage. Aber Lainun hat mehr Fist-Elf. Ja, oder ich gehe einfach in mein... Ah, weil Weezing kriegt Erdbeben ab. Ich glaube, die Haxe ist. Hauptsache, der macht zwei Arenen in einer Stunde und wird dann trotzdem abgeworfen. Ja, ich wollte ihm seinen Moment geben. Weil der hätte ja dann wirklich zwei Arenen auseinandergenommen. Vor allem das Traurige ist, das ist halt wirklich nur, weil wir nur 6 DVs oder so haben in Special Attack. Also hätten wir da einfach so ein paar mehr gehabt. Das hätte schon ausgereicht einfach. Das hätte einfach schon ausgereicht. Das heißt, wenn man hier ein 31er Makago bekommt mit Special Attack DVs, dann hast du eigentlich einen Auto-Win gegen Arena 4 und 5. Zumindest wenn die KI in Runde 1 nicht Kehrtwende drückt. Und ich glaube, das macht sie nie, weil sie immer den Flame Orb triggern will. Ach warte, das Lainun haben wir schon besiegt. Das ist ja Swallow, der noch übrig ist. Ich dümpel. Ja gut, aber der ist ja auch kein Problem. Also Kaufek, der macht ja gar nichts gegen Kaufek. Ich glaube auch nicht, dass der hier, dass Makago hier... Weil Arena 6 ist ein Doppelkampf und ich weiß nicht, ob Makago... Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hätte es für Makago nochmal einen Moment gegeben, aber ja. Hättest du nicht einfach Overheat auf Makago packen können? Ja. Das hätte ich. Und das machen wir beim nächsten Mal auf Stadion. Weil dann, selbst dann sind die 6 DVs egal. Zumindest, wenn, wenn das Mega Kang... Also, es kommt natürlich auch ein bisschen auch auf die Reihenfolge an, in der das Mon reingeschickt wird. Weil wenn Mega Kang früh reinkommt und ich dann overheate, dann kriege ich ja minus 4 Special Attack. Das ist das Ding. Das muss man ja auch bedenken. Das heißt, das würde auch nur... Aber es wäre auf jeden Fall besser gewesen, ja. Statt Jorn. Bis Arena 6 ein Spotlight-Mon holen und dann geht Makago durch. Ja, stell dir mal vor, man würde so Spotlight-Togekiss sowieso geschenkt bekommen. Stell dir das mal vor. Das wäre ja wild. Ah nein, Lainun ist doch... Oh, da waren ja viel mehr Mons noch da. Wait. Okay, das ist jetzt gar nicht so gut. Okay, wir müssen Willow. Nee, das war dumm. Warum gehe ich nicht einfach in meinen... Ich glaube, ich hätte einfach in meinen... Ich hätte in meinen Weezing gehen sollen. Nee. 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 Fang doch jetzt bitte nicht mit so einer Kacke an. Also Donphan überlebt zur Not immer einen. Der hat Sturdy. Okay. So. Dem raube ich jetzt seine Turbo-Tempos. Warum? Warum drückst du nicht Turbo-Tempo, du Arsch? Drück doch Turbo-Tempo, du Arsch! Mid-Ground-Play hat halt eine verbesserte KI, ja, aber... Wie soll ich das ja nicht machen? Ha. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das spielen soll. Also zur Not werfe ich Donphan ab, weil Donphan, glaube ich, least worthy ist hier. Und Popcorn hat noch die Chilanberry. Das ist halt alles Kacke, ne?
glaube, ich muss. Also, wenn wir es ganz sicher runterspielen wollen, gehe ich jetzt in Hippo. Gehen wir in Hippo. Hippo sage ich schon. Donphan und werfen den ab. I mean, die Seedbomb auf plus 6 hat actually nicht viel Damage auf Pflaume gemacht. Weil der sollte eigentlich eine Shadowclaw überleben. Und jetzt so eine gute Power Whip Roll. Hätte ich einfach angegriffen mit Kaufhagrigas, wäre der wahrscheinlich jetzt weg gewesen. Oder hätte ich hier eine Chilanberry drauf getan, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich glaube, ich muss das Donphan opfern. Ich sehe nicht, wie ich einen anderen Play hier habe. Warum von jetzt, von allen Momenten, warum drückt er jetzt E-Speed? Was ist, wenn wir jetzt in Popcorn gehen? Auf die Seedbomb und dann mit der Antibeere, glaube ich, leben wir. Komm, ich probier's. Wobei, wenn der jetzt nochmal e-speedet, was sein kann, dann haben wir ein Problem. Okay, das war jetzt auch nicht der Play, den ich erwartet habe. Okay, jetzt haben wir große Kacke gebaut. Ich glaube, jetzt habe ich verloren. Mann, nur weil ich meine Monster durchbringen will. Aber warum war denn jetzt... Also ich verstehe halt auch gar nicht, warum jetzt... Ja, wobei es war Random Move wahrscheinlich. Ja, cool. Das habe ich jetzt verkackt. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Jetzt habe ich verloren. Und dagegen drückt er jetzt wieder E-Speed. Gegen plus 6 macht man sowas nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh nee, ich glaube, das ist jetzt verloren. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass der Random irgendwas Dummes drückt. Nee, das war jetzt auch gerade mega lost. Ich glaube, ich hätte vielleicht noch irgendwie was stallen können. Die Imagine Sash, wohin genau? Aber dann hätte ich ja... Hä? Sash, wohin genau hätte doch gar keinen Unterschied gemacht. Naja, doch, wenn ich hart auf den, wenn Leinung reinkommt. Ja, das war dumm. Ja, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Aber ich sage auch ehrlich, ich habe es auch wirklich rausprovoziert. Ich wollte wissen, ob ich die KI nicht wirklich baiten kann, dass ich da mit meinen 5 Pokémon rausgehen kann. Ich wollte wissen, ob es geht. Das war jetzt für die Wissenschaft eigentlich. Das war eigentlich wirklich was für die Wissenschaft, muss ich gestehen. Ja, schade. Wir hatten Shiny Celeste, das war cool. Hi, hi. Ja, ich weiß auch nicht. Das Ding ist... Ich weiß echt nicht, ob wir dieses Projekt so weiterführen, weil... Also ich sag mal, wenn es mir wirklich ernst wäre, hätte ich das jetzt hier niemals so gespielt. Hätte ich einfach immer das dumme Donphan abgeworfen und hätte dann einfach gewonnen mit Weezing. Dann wäre alles... Ja, okay, außer Weezing wäre von Shadowclaw nochmal gestorben, ne? Das Team ist einfach an Makagos Tod vorbei... gestorben, ja. Ich weiß es einfach nicht. Weil ich habe das Gefühl, es catcht mich einfach zu wenig. Oder ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auch keine Idee, was wir stattdessen danach machen. Das ist halt wieder das nächste Problem. Ich habe keine Ahnung, was wir stattdessen machen sollen. Oder was dann das nächste Projekt wäre. Absolut kein Plan. Jetzt nicht in den Kopf in den Sand, Kollege. Nö, es hat nichts in den Kopf in den Sand stecken oder so zu tun, weil ich glaube, ich krieg das... Also ich glaube, ich sage euch, wie es ist, würde ich das jetzt so privat für mich spielen mit dem Dokument. Ich glaube, ich würde im nächsten Versuch gewinnen. Also, nicht gewinnen unbedingt, aber ich sag bis Orden 7 easy kommen, ohne groß viele Tode.
Aber irgendwie hält sich der Spaß auch ein bisschen hier in Grenzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Naja.